Ja, genau, ich brauche ein ganzes Magazin, um einen halben Lebensbalken kaputt zu machen. Und so eine einfache Ad haut mich schon fast komplett weg. Mit einem Schlag. Also das wird nicht lustig. Vor allem das Ende nicht. Jetzt habe ich noch gute Laune, gleich nicht mehr. Das verspreche ich euch schon mal. Moin, ihr anderen da draußen. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Zu einer weiteren Runde Destiny 2. Ich bin hier auf der Karte von Europa. Diesmal nicht auf Europa, sondern nur auf der Karte. Und zwar machen wir heute einmal den Spiegelkorridor. Ihr seht euch einmal noch hier. Empfohlene Power 1160. Ich starte schon mal. Und dann kann ich euch mal meine Ausrüstung zeigen. Und heute startet die erste Challenge, die ich mir auferlegt habe. Und ihr seht schon, ich habe hier die schlechteste Rüstung, die ich gefunden habe. Habe ich mir jetzt angezogen. Und die schlechtesten Waffen. Ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt Schaden mache. Aber wir werden sehen. Wir starten einfach mal. 1064 bin ich jetzt mit Artefakt. Mal gucken. Beste Waffe hier ist, ich habe mir auch natürlich auch die schlechtesten Waffen im Sinne von Waffenarten rausgesucht, weil ich mag Linearfusionsgewehr gar nicht. Schrotflinte komme ich auch nicht mit klar und eine Pistole. Ich bin mal gespannt, was das wird, ob ich überhaupt Schaden mache, ob das Sinn macht. Mal gucken, oder ob mich einfach hier meine Teammates einfach mit durchziehen. Ich weiß es noch nicht. Peter, bist du schon da? Oh, hoffentlich. Alter, was war das denn? Dreimal umschlagen. Ich hoffe, meine Teamkollegen gucken sich nicht meine Ausrüstung an. Waren hier nicht. Warum waren hier keine Gegner? Egal, fahren wir weiter. Aber ein Exosparrow. Das ist die Hauptsache. Oh doch, ich mach Schaden. Ja, genau, ich brauche ein ganzes Magazin, um einen halben Lebensbalken kaputt zu machen. Und so eine einfache Ad haut mich schon fast komplett weg. Mit einem Schlag. Also das wird nicht lustig. Vor allem das Ende nicht. Jetzt habe ich noch gute Laune, gleich nicht mehr. Das verspreche ich euch schon mal. Alter, der ist, was ist das? Totenkopf? Doch, ich mache auch Schaden. Okay, ich mache auf alles Schaden. Das ist schon mal gut. Ja, er hat mich einmal getroffen, ich bin tot. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft ich sterbe. Aber immerhin noch beleben sie mich wieder. Mal gucken, ob sich das im Laufe des Strikes noch ändern wird. Mal gucken, wie viel das Fusionsgewehr hier macht an Schaden. Lol, ein normaler Ad, halbes Leben. Oh, ich sterbe weniger, als ich dachte bisher schon. Ich hätte gedacht, ich würde jetzt schon öfter gestorben sein. Oh, ja, alles klar. Das Einfrieren hat mich umgebracht von dem Typen hier. Von der Fähigkeit von dem Gegner. Lol. Keine Chance, ich kann eigentlich gar nichts machen. Der belebt mich wieder? Warum? Ich bin keine Hilfe. Ich würde jetzt schon gern mal die Statistik vom Ende sehen. Gut. Hätten wir das geklärt. Wer ist hier der Boss? Wer ist hier der Boss? Nein, spring nicht zu mir rüber. Das ist keine gute Idee. Nein. Nicht einfrieren, nicht einfrieren. Ich bin hier schon 10-mal gestorben. Ich weiß auch nicht warum, aber die machen auch gerade gar nicht so viel Schaden. Normalerweise geht das hier so butterweich durch. Das ist gar kein Ding, dass man sich aufhalten muss, aber irgendwie, obwohl der Season Pass Level 111 ist, hätte ich jetzt mehr vermutet. Aber irgendwie kommen wir hier gar nicht so gut durch. Auch eigentlich müsste man alleine hier viel besser durchkommen, als wir zu dritt hier durchkommen.
versuchen mal Nahkampf, wie viel Schaden Nahkampf macht. Oder? Hä? Können wir hier zusammen in einem Kreis? Nee. Nein, nicht töten. Ich wollte den Nahkampf machen. Ja, genau. Sind das ein Achtel oder ein Zehntel Leben weggenommen? Oh Gott. Mal gucken, ob ich den töten kann. Nicht mal meine Super tötet den. Das ist ja unfassbar. Glaube ich zumindest, dass sie das nicht geschafft hat. Das war jetzt nicht so eindeutig. Weil ich nicht alleine drauf geschossen habe. Okay, jetzt kommt schon, den mochte ich auch damals nicht. Wo ich ihn das erste Mal gemacht habe, mochte ich die Phase gleich auch nicht. Mit den ganzen Schwebern, die gleich kommen. Ich frage mich, geht das schneller, wenn wir hier zu dritt drin stehen, oder geht das? Ist es egal. Ja, ich glaube, das ist egal. Ja. Ich sterbe jetzt. Nehme mich stark an. Ja, bin tot. Ja, ich spawn und sterbe gleich wieder, oder was? Die machen 10 Speer weg, während ich einen wegmache. Ich habe die gerade erst gesehen und bin schon tot. Boah, ich treffe nicht mal. Mist. Bringt auch eh nichts, aber wenigstens treffen könnte ich. Boah, ich glaube, da der mit dem Season Pass Level 6 da drüben, dieser, wie heißt er? Nils SK8. Ich glaube, der ist auch nicht so gut. Ich kann es schlecht beobachten, weil ich selber beschäftigt bin, aber kann sein, dass dieser Wahnsinn heißt ja. Dieser Wahnsinn uns beide mitziehen muss. Tut mir schon ein bisschen leid. Oh. Dafür kriege ich auch ein legendäres Engramm. Das war da auch eine coole Challenge, so. Ah, ne, ich sterbe jetzt wieder. Wenn man in einem Strike oder so ist, dass man dann nur die Sachen, die man da drin findet, auch anziehen darf und dann halt auch so wie ich jetzt gerade in so einer schlechten Rüstung anfängt. Das wäre so eine, ja, so eine etwas leichtere Challenge vielleicht. Auch vielleicht wäre das was, wenn man da zu dritt mit so einer Ausrüstung rumlaufen. Weil dann habe ich nicht zwei Mates, die mit guter Ausrüstung sind, sondern alle mit schlechter Ausrüstung und dann darf man nur die Sachen anziehen, die man da drin findet. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Ideen, Vorschläge habt, nur raus damit. Schreibt gerne, was ihr sehen wollt. Ich versuche es umzusetzen, so gut ich kann. Alter, ja gut. Das hätte ich kommen sehen können. Warum renne ich auch so weit vor? Oh, hätte ich. Jetzt wird es richtig schmerzhaft, sag ich mal. Das. Das kenne ich gar nicht. Oh ne, der zieht schon auf mich, da renne ich lieber weg. Oh ja. Ich werde jetzt so oft sterben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das wird nicht lustig und auch nicht schön anzusehen. Oha, da sind schon die ersten. Ich dachte, ich wäre jetzt gestorben, aber ich bin noch nicht gestorben. Ich verstecke mich hinter meinen Teamkollegen hier. Oder noch ein legendäres Engramm. Oh, ist ein Primus Engramm.
So, ich könnte ja mal die Waffe hier auspacken. Kann ich da ein bisschen Schaden machen? Ach, da kommt sie. Aber ich glaube, auf Entfernung ist das nicht so gut. Ich renne mal da runter. Jawohl. Ich mache richtig Schaden. Immerhin 6000 pro Schuss. Besser als die 300 mit der Pistole. Oh. Jetzt sterbe ich. Nee, doch nicht. Da muss ich auch denken, warum setzt denn eine Super gegen die ein, aber... das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt so gegen so eine Wippern da überhaupt was ausrichten zu können. Aua. Ah. Dass ich gestorben bin, ist ein Wunder. Oh, hier ist eine Wippern drin. Okay, die ist tot. Ich sterbe weniger, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Obwohl wir 110 Punkte unter dem empfohlenen Power-Level sind für den Strike. Und der selbst damals... Aua. Okay, das war klar. Ich glaube, was waren wir denn damals? 1000 waren wir ungefähr... Ja, ungefähr das Power-Level waren wir auch, wo wir den gemacht haben. Der war ultra schwer, der Strike hier. Ja gut, jetzt haben wir aber Teamkollegen, die gut aufgestellt sind. Strike kann man auch alleine schaffen, also das ist nicht das Problem. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich habe sogar einen Schuss ausgehalten, ohne zu sterben. Oh, oh. Jetzt ist er aber sauer. Aber ich habe einen getötet. Ich habe einen getötet. Also es geht schon 15 Minuten hier. Gibt's ja nicht. Wir sind glaube ich bei Phase 2. 2 oder 3. Sehen wir gleich, wenn er wiederkommt. Okay. Dann müsste sie jetzt wiederkommen, ne? Da. Ich will Lebensbalken sehen. Warum sehe ich kein Lebensbalken? Heiß. Ah, ist die letzte Phase, glaube ich. Oh nein, nein. Lol, sie. Ich habe gerade Triumph bekommen. Das ist ein Triumph mit möglichst schlecht aufgestellte Ausrüstung, ihren Strike abzuschließen oder was? Gar keine Möglichkeit, hier zu überleben. Also irgendwie ist es lustig. Oh, 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 der darf jetzt nicht sterben mehr. Na, der stirbt nicht. Aber er kommt auch ein bisschen in Bedrängnis. Aber er überlebt, okay. Ja, genau. Lebt mal lieber den lieber. Nein, lass mich liegen. Ich hätte eigentlich auch wieder einsteigen können, ich Idiot. Naja. Oh, schon wieder tot. Muss ich auch denken. Ja. Was sind das für zwei Keks? Der Arme. Tut mir echt leid. Jetzt lässt er uns in Ruhe. Jetzt belebt er uns nicht wieder. Kann ich ihn nicht verübeln. Na, ja, das war's, oder? Hat er jetzt den Boss erledigt? Oh ja, das war's. Lol.
Also ich glaube, das macht nur so lange Spaß, wie man noch jemanden hat, der einen hier durchziehen kann. Sonst macht das keinen Spaß. Aber es war lustig. Ich bin weniger gestorben, als ich dachte, muss ich zugeben. Ich hätte gedacht, das würde sich jetzt so 30, 40 Mal belaufen. Aber es waren vielleicht 10 Mal oder so maximal. Vielleicht zähle ich dann noch meine Aufnahme. Oder vielleicht sagt ihr mir, wie oft ich gestorben bin. Ihr könnt ja mir zählen. Vielleicht hat euch das inspiriert, auch andere Challenges mir mitzuteilen. Das wäre super. Auf jeden Fall, irgendwie war es lustig. Hat irgendwie schon Spaß gemacht. Aber ja, man hat aber gar keine Chance. Also, wenn man was reißen will, dann ist das auf jeden Fall nichts. 17 Kills. Aber immerhin 46 Assists. Das sind fast die meisten. Null Präzisionskills und eine Sphäre. Naja. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Und haut mir Vorschläge in die Kommentare. Und bis zur nächsten Folge. Macht's gut und ciao.